Hallo! Ihr sucht eine Wohnung, bei der ihr sofort Ikamet bekommt, in der ihr sofort einziehen könnt, dann haben wir das Richtige für euch. Das ist eine wunderschöne Wohnung, 4 plus 1, doch 4 plus 1, genau, 195 Quadratmeter. Ungefähr, ja. Ist in der Türkei, ungefähr 195 Quadratmeter, ist in Oba, deswegen könnt ihr sofort ein Ikamet beantragen und ist in der Nähe von allen Privatschulen. Und wirklich eine sehr, sehr schöne Wohnung, sehr schöne Lage, ganz tolle Energie und wir zeigen euch die jetzt mal. Genau. Fangen wir mit der Küche an? Ja, genau. Also man kommt hier rein, genau. Ist wirklich ganz toll gemacht. Vielleicht kann er noch ganz kurz nochmal hier den Flur zeigen. Wirklich schöne Türen, ihr werdet es sehen, das ist von dem gleichen Bauherrn, wo wir auch Wohnungen gekauft haben. Deswegen ist es wirklich toll und es ist auch schön für uns zu sehen, wie die mal jetzt fertig aussehen. Genau. Super, Tür schließt gut, Gegensprechanlage, hier oben ist auch Internet, hier gibt es auch schnelles Internet. Genau. Für alle Leute, die mit dem Internet arbeiten. Und die Alexandra fängt mal an. Die Wohnung wird übrigens komplett möbliert verkauft, ein paar Kleinigkeiten wie ein Klavier oder ja, sowas. Ja, private Sachen, die kommen raus, aber ansonsten ist die Wohnung auch voll möbliert. Sofort einzugsbereit, also ihr braucht eigentlich nur eure Koffer zu packen und herzukommen. Ja, also auch die Möbel, das ist auch ganz besonders, das sind alles maßangefertigte Massivholzmöbel, haben unsere Bekannten hier anfertigen lassen und das ist hier kein Standard. Ja. Dann kommen wir jetzt hier als erstes in die große Wohnküche. Voilà. Was auch nicht so normal ist, dass die Küchen so riesengroß sind. Ja. Es werden auch sogar noch ein paar Sachen neu gemacht, die sind noch nicht fertig. Hier kommt zum Beispiel noch ein Gewürzregal mit einer Theke zum Auf- und Zuklappen hin. Dass, wenn man mal ein Buffet hat, kann man das da hinstellen oder Küchengeräte oder sowas. Das kommt auch noch. Die Küchengeräte bleiben auch alle drin. Das ist auch hier ein ganz toller Tisch. Das ist auch ein maßangefertiger Tisch, der sogar ausziehbar noch ist. Also da kann man dann richtig große Partys schmeißen. Weil man hat hier nämlich auch einen richtig großen Partyherd, ja. Also das Ding, das ist ja der Hammer, würde ich sofort nehmen. Guck dir das mal an, das ist mit dabei, ne? Ja, also das ist alles mit dabei. Hier so ein perfekter Back. Mit Grillplatte und 5 großen Platten, Gasplatten. Der Kühlschrank bleibt riesiger drin. Kühlschrank. Die Küche sowieso, ist ja klar, das ist ja, die Möbel werden nicht mitgenommen. Genau, der Wasserfilter, der wird allerdings mitgenommen, der ist aber auch nur aufgehängt an so einer Holzplatte mit Silikon, also da sind keine Löcher gebohrt worden, oder? Damit ihr Bescheid wisst. Ja, haben sie mir gesagt. Hier ist auch nochmal ein kleiner Balkon mit einer schönen Aussicht nach hinten in die Berge. Genau, ist eine Duplex übrigens, geht über zwei Etagen. Genau, geht über zwei Etagen. Hier kann man rausgehen, also wir sind hier wirklich in der Berggegend und es wird hier einen Pool geben. Genau. Deswegen ist das Eidat noch sehr günstig, 250 Thaler, also so 12,50 Euro. Im Moment Wenn noch, der Pool mal irgendwann fertig ist, dann wird es ein bisschen höher werden. Dann wird es ein bisschen höher werden, weil klar, dann sind höhere Energiekosten, das ist klar. Hier sind auch Klimaanlagen, die sind auch mit dabei. Die sind auch nagelneu, die bleiben auch drin, ist auch eine gute Marke. Die Wohnung wurde auch erst vor wenigen Monaten bezogen, ne? Genau, die haben jetzt noch nicht lange hier drin gewohnt, hat sich halt jetzt was geändert und deswegen wollen sie jetzt halt eben verkaufen. Ja. Genau. Hier unten ist halt ein kleines Gästebad, wie das halt so üblich ist, ne, wo man sich eben die Hände waschen kann, auf Toilette gehen kann. Hier ist jetzt keine Dusche, braucht man nicht. Oben sind nämlich auch noch Bäder. Genau, und dann kommt man hier in das große Wohnzimmer, was wirklich sehr groß ist. Man sieht es hier, ist ja auch eine schöne Sofalandschaft, wo man fläzen kann mit den schönen Schränken und auch einem Fernseher schon da. Und hier sieht man halt auch nochmal diese schöne Aussicht. Und man kann eben unten mal sehen, da unten in den Bereich, da würde der Pool kommen. Man kann also auch auf den Pool gucken. Man kann auf den Hof gucken. Oder in die Berge. Genau, und in die Berge. Und hier ist auch gleich ein großer Familienbalkon. Mit Schmackes. Mit Schmackes, ja. Xandra ist ein bisschen schwach auf der Brust heute. Die Balkonmöbel sind auch schon da. Also alles schon perfekt eingerichtet. Genau, und hier unten, da ist so ein kleines Flüsschen, also ne, perfekt ist die Wohnung natürlich sowieso. Hier ist auch nochmal ein Zugang, auch nochmal perfekt für eine Familie natürlich mit den vielen Zimmern. Und da kann man schön da am Fluss da unten puddeln gehen. Also für meine Kinder wäre das total toll, die haben sowas geliebt. Ja. Ja, also wir haben oben im obersten Stockwerk 4 Schlafzimmer, die gucken wir uns an. Jetzt auch gleich an. Und noch 2 vollwertige Bäder. Also es gibt 3 Toiletten und 2 Bäder, genau.
Genau. Und ja. Ja, und hier hinten ist halt auch nochmal ein Riesenraum. Die haben das jetzt hier so ein bisschen abgetrennt als Wohlfühloase, aber das kann man sich ja dann aufteilen, wie man möchte. Und dann gehen wir mal hoch. Also man sieht, hier ist auch viel Liebe mit dem Detail. Das ist, haben die dann auch nochmal neu gemacht, dass das hier so ein bisschen Ziegeloptik hat. Nee, wie nennt man das? Steinoptik. Ja, ja, genau. Die LEDs sind auch nachträglich noch eingebaut worden. Und hier oben kommt man jetzt eben in die Kinderzimmer. Oder sie haben das jetzt als Kinderzimmer gemacht. Das ist das erste Zimmer hier. Und ja, eben die Möbel auch hier würden bleiben. Natürlich so die Spielsachen und so, die gehen mit. Ja. Und das ist wirklich auch ein schönes, großes Zimmer, was ich hier auch kuschelig finde. Ich würde ja mein Bett hier hin machen. Das ist total kuschelig. Hoppala, Entschuldigung, Playmobil. Jetzt haben wir es auf Beweis, wer hat es kaputt gemacht. Wer hat es kaputt gemacht, im Video. Oder so ein schönes Sofa oder so, ne? Den kann man immer hier sitzen und rausgucken. Total schön. Genau, und man riecht es auch, also dadurch, dass das so ganz hochwertige Möbel sind, die sie neu haben machen lassen, es riecht nach ganz leckerem Holz. Ja, und das habe ich hier noch nie gehabt in irgendeiner Wohnung, dass es nach Holz gerochen hat. Und das ist hier wirklich ganz toll, also bin ich ein bisschen neidisch. Genau, auch hier eine neue, brandneue Klimaanlage, genau. Hier ist das zweite Kinderzimmer und hier haben wir zwei Balkone. Und die Balkone sind auch schon überdacht. Die komplette Überdachung, da kommt noch ein Holzdach drauf. Das ist auch schon da, das liegt schon im Flur, das muss jetzt nur noch drauf gemacht werden. Ja. Genau, das ist auch schon bezahlt von den Eigentümern. Das ist also alles inklusive. Das wird dann noch gemacht. Und ich muss mal ein bisschen hier Kraft aufwenden. Hier sind ein paar Sachen. Und hier hat man auch einen sehr schönen Ausblick. Ist ein bisschen windig gerade wegen dem Mikrofon. Aber hier sieht man, die Straße wird auch gerade neu gemacht. Die ist jetzt auch bald ganz top. Da wurde jetzt nochmal was an der Kanalisation verändert. Das sieht man hier unten, dass ja alles auf dem neuesten Stand ist. Ihr habt ja auch ein cooles Dach, das keine Flachdachflächen hat. Ne? Genau. Deswegen ist das super. Und dadurch, dass das dann überdacht ist, kann man den Balkon halt auch noch länger benutzen. Genau. Wenn es auch mal regnet. Ja, oder man kann den auch komplett zumachen, wenn man das möchte. Das kann man sich ja dann selber überlegen. Genau. Und hier ist der Zugang zu dem zweiten Balkon, wo man dann wieder Zugang. Also das ist wirklich ein ganz großer Balkon, wo man jetzt wieder Blick auf den Pool, Innenhof hat. Genau, hier unten sieht man es, da kommt dann der Pool hin. Genau. Da wird auch noch zusammen entschieden, was für ein Pool da kommt. Wenn ihr hier frühzeitig hier einzieht, dann könnt ihr das mitbestimmen. Genau. Und hier wurden alle Klimaanlagen hinverlegt, dass es quasi nicht stört. Und ihr seht das ja, da kommt ja das Dach quasi dann unter die Klimaanlagen, also hört man die dann auch kaum. Hört man die dann nicht mehr, genau. Und das ist dann eben Zugang, da hat man beide, also zwei Kinderzimmer und das Schlafzimmer, haben Zugang zu diesem Balkon. Genau, wir gehen einfach mal weiter ins nächste Zimmer, weil die Zimmer sind auch wirklich sehr schön groß. Das finde ich total schön, das Bett, das würde ich voll gerne mitnehmen. Sehr gut, ja, ein schöner Flur auch und dann kommen wir ins nächste. Jetzt haben wir das dritte Kinderzimmer, das ist ein bisschen kleiner. Ja. Dafür hat man dann eben, kann man dann den Balkon da vorne irgendwie vielleicht noch ein bisschen vergrößern. Dann kann man hier in dem Klima kann man dann sehr viel eben auch auf dem Balkon sich aufhalten. Und das ist so ein Bett, das wollte ich auch immer, das fand ich immer total toll, hier mit den Stufen. Ta-ta-ta-ta. Und dann kann man hier hoch. Und die Stufen kann man natürlich, also die sind auch noch, dass man die nutzen kann. Unter dem Bett kann man alles nutzen. Also wirklich toll. Und hier natürlich auch Klimaanlagen. Dann kommen wir jetzt in das Elternschlafzimmer, was noch ein eigenes Bad hat. Bevor wir da hingehen, hier zeigen wir vielleicht erstmal das. Willst du lieber das kleine Bad zuerst? Ja, erstmal, das ist das, wo quasi die drei Zimmer hier Zugang haben zu diesem Bad. Genau, das ist halt eben mit Dusche. Und hier steht auch die Waschmaschine. Das ist eben so ein Turm, der da gebaut worden ist, extra dafür. Genau, und das ist das so Kinderbad sozusagen. Ja. Und eben hier ist jetzt eben, weil das Elternschlafzimmer hat eigenes Bad, aber das kann man ja aufteilen, wie man das möchte. Ja. Bei uns würde ich wahrscheinlich sogar sagen, unser Großer würde das Zimmer kriegen, damit der dann da schon ein bisschen Privatsphäre hat. Und das ist wirklich eben als auch ein schön großes Schlafzimmer, eben auch mit Zugang zu dem Balkon. Ja. Und hier ist eben auch noch das kleine Bad nochmal, aber auch eben mit eigener Dusche. Genau. Ja, und wirklich schöne Badmöbel.
Ja, da muss ich sagen, müssen wir mal überlegen, ich will auch neue Badmöbel haben. Ja, genau. Wir haben ja eine Wohnung gekauft, wo wir gerade drin wohnen, die nicht ganz neu war. Die war ja schon 4 Jahre, stand die leer. Und da hat der Geschmack natürlich ein bisschen verändert. Der hat sich verändert. Man sieht es jetzt auch hier. Klimaanlagen, also überall Klimaanlagen. Man sieht es hier ne, so an den Detailsachen, ja, so mit den Türen. Schön. Das ist einfach schön gemacht, genau. Und was kostet dieses Schätzchen hier? Dieses tolle Objekt kostet 275.000 Euro. Genau, wie viele Zimmer haben wir hier? Wir haben hier eine 4+1 Duplex-Wohnung. Genau, wie viele Quadratmeter sind es ungefähr? Ungefähr 195 Quadratmeter inklusive den Balkonen. Hat man hier eine IKAMET-Sperre? Nein, hier hat man keine IKAMET-Sperre. Ihr könnt hier sofort IKAMET beantragen. Und wann kann man hier einziehen? Könnt ihr auch sofort machen. Ihr packt eure Koffer, rennt gegen die Schüler und könnt sofort einziehen. Und könnt sofort einziehen. Ja, warten, wir wollten das mal mit dem Lauf machen. Das fand ich irgendwie besser. Genau, es ist alles mit drin, ja? Ja, also bis auf ein paar private Sachen, aber ihr seht es, ihr guckt euch diesen Herd an, ja, der Traum einer jeden Bäckerin, wie ich bin. Vor allem Bäckerin. Ja. Wahnsinn, ein riesiger, toller Kühlschrank, alles sehr, sehr geschmackvoll, toll, Holzmöbel mit dabei. Ja. Hier allein dieser Tisch, ja, wir wissen, was das alles gekostet hat, die Leute, die hier drin sind, haben einen wahnsinnig guten Geschmack und vor allem Qualität ist denen total wichtig. Ja. Warum gehen die hier weg? War das hier blöd? Haben die sich mit den Nachbarn gestritten oder was? Nein, sie wollen in ein anderes Land, das kann man wirklich offen so sagen. Ja. Die haben ein anderes Modell jetzt zum Leben gefunden, finden wir auch total gut, wünschen dir alles Gute und wollen ihnen natürlich helfen, diese Wohnung gut an einen jemanden zu geben, der es auch verdient. Genau, der es auch zu wertschätzen weiß. Ja. Genau. Und also wir finden die Wohnung ganz klasse und vor allem, das können wir euch nicht transportieren, der Geruch. Ja, das kann man, schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Genau, weil diese Holzmöbel, die sind, das ist ja, das riecht nach Kindheit. Ja, das riecht wirklich, das riecht nach Kindheit, wie bei uns in den 80ern. Ne? Genau, und wir sind ja auch keine Makler, das bedeutet, dieses Video ist für unseren Maklerfreund Ali gemacht worden und ihr findet seinen Kontakt unten verlinkt und seinen Kanal immer auch verlinkt. Auch seine Adresse und Telefonnummer findet ihr alles in der Infobox. Und wir grüßen euch aus dem schönen Obber, aus den Bergen und hoffen, dass ihr vielleicht diejenigen seid, die hier wohnen werdet. Genau, meldet euch schnell, weil das ist wirklich ein Schnäppchen.